Ihr Lieben, das ist unser Thema heute Abend. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Schweigen. Ich möchte nicht mit euch schweigen, sondern ich möchte gerne mit euch über das Schweigen reden. Wer von euch muss oder will zum Beispiel etwas gezielt verschweigen? Wer von euch war schon mal in einem Schweigekloster und möchte mir darüber ein wenig erzählen? Wer von euch lebt vielleicht in einer Beziehung, wo eigentlich nur noch das Schweigen vorherrscht? Also, unser Thema heute Nacht Schweigen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer, die erste Anruferin ist die Andrea und Andrea ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Andrea. Ja, hallo Domian. Hallo Andrea. Ja, das Schweigen betrifft mich eigentlich selber. Ich habe teilweise tagelang oder wochenlang keinen Außenkontakt zu Menschen, auch teilweise zu meiner Familie nicht, weil ich so enttäuscht worden bin in meinem Leben und mich immer mehr in mein Steckenhaus zurückziehe. Mhm. Was war denn die längste Zeit bisher, in der du geschwiegen hast? Oh, ja, vielleicht mal so 2 bis 4 Wochen oder sowas, dass ich 2 bis 4 Wochen teilweise meine Eltern nicht angerufen habe oder sowas. Ja. Oder mit meiner Tochter keinen Kontakt hatte. So. Wie alt ist die Tochter? Meine Tochter ist 25 und die hört auch gerade zu. Die hört gerade zu? Die hört zu, ja. Du lebst alleine, klar. Ich lebe alleine ja. In Stuttgart und meine Tochter studiert in Berlin. Ah ja, schöne Grüße nach Berlin. Ja. Wenn du sagst, 3, 4 Wochen hat das schon mal gedauert. Da habe ich nicht mit meinen Eltern oder mit meiner Tochter telefoniert. Hast du denn dann auch wirklich mit überhaupt niemandem gesprochen? Auch teilweise nicht mit überhaupt niemandem, außer der Telefonseelsorge ab und zu mal. Ah ja, aber auch nicht mit einer Verkäuferin, mit dem Postboten? Nein, gar überhaupt nicht. Nein, nein. Mhm. Also ich gucke auch, dass ich so selten wie möglich überhaupt zum Einkaufen gehen muss, weil mir das auch schon wieder Angst bereitet und oft bringt mir meine Mutter dann was vorbei, ja. Weil ich selber eben fast kaum mehr rausgehen kann. Dieses ist zurückzuführen auf eine, kann man sagen, auf eine seelische Belastung oder gar Erkrankung? Das auf jeden Fall. Es ist seit 10 Jahren habe ich eine Angst- und Panikattackenstörung. Mhm. Und dann angeblich noch eine Borderline-Störung. Und das Überleben ist für mich kein Zuckerschlecken, also wirklich nicht, überhaupt nicht, wenn man mit Menschen überhaupt nicht mehr reden kann. Wenn man so lange oder so, wie lange hast du jetzt in zum Beispiel in der letzten Zeit geschwiegen? Jetzt ging es gerade ein bisschen besser. Ah ja. Es ist immer so, wie ich mich fühle von Tag zu ja. Tag. Ich frage es deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, wenn du beispielsweise jetzt auch so eine 4-Wochen-Phase hinter dir hättest. Ist fast so ähnlich, ja. Dann stelle ich es mir sehr schön. Seit 2 Wochen ist es wieder etwas besser geworden. Ah ja, dann stelle ich es mir äußerst kompliziert vor, so ein Gespräch hier zu führen für dich. Ist das so, wenn man lange schweigt, dass man dann kaum mehr richtig normal reden kann oder dass einem das schwerfällt? Ja, wenn es sehr lange ist, dann ist es schwierig. Mhm. Das habe ich schon festgestellt. Aber jetzt mit dir habe ich momentan also keine Probleme. Das aber ist schön. Es ist schon ein bisschen Stress für mich auch. Ich bin sehr aufgeregt. Ne? Ja, klar. Wenn du dich, ich meine, du hast ja jetzt so lange Zeit gehabt, das auch an dir zu beobachten. Inwiefern verändert dich Schweigen? Es macht mich sehr traurig eigentlich, dass ich so viel schweigen muss. Mhm. Weil ich hätte eigentlich relativ viel zu sagen und zu, ja. Wenn du schweigst, denkst du dann auch nicht? Doch, natürlich, denken tue ich immer. Ja, also auch im Sinne von Sätzen denkst du. Oder ist es eher, also dass du Sprache denkst und Worte denkst? Oder ist es eher so ein meditativer Zustand? Also es kann schon mal vorkommen, dass ich mit mir selber spreche, um das Sprechen nicht zu verlernen. Ja, ja. Das ist sehr wichtig für mich teilweise. Ich spreche teilweise, wenn ich längere Zeit nicht gesprochen habe, mit jemandem schon eine halbe Stunde mit mir selber, um überhaupt mal noch sprechen zu können. Ja. Was sprichst du dann? So alltägliche Sachen? Ich muss jetzt mal Sachen von früher, die mir so eingefallen sind, vom Urlaub früher mal oder wo meine Welt noch in Ordnung war oder ja. Sowas.
Was hat deine Welt so in Unordnung gebracht? Ach, das sind verschiedene Männerbeziehungen gewesen, in denen ich, ja, totales Chaos einfach. Und ich habe jetzt schon seit 7 Jahren keinen Partner mehr, weil es mich einfach auch nicht mehr interessiert. Ja, wie geht deine Tochter, die uns ja nun zuhört, wie du sagst, oder zusieht, wie geht deine Tochter damit um, dass die Mutter offensichtlich doch in einem so schwierigen Leben lebt zurzeit? Ja, das ist ja nicht nur zur Zeit, das ist ja schon Jahre. Schon lange, ja. Seit sehr, sehr viele Jahre lang. Meine Tochter ist ja inzwischen schon 25 und sie lebt da schon so ungefähr 10 Jahre oder vielleicht sogar 15 Jahre jetzt schon mit. Vor 15 Jahren hat es ja angefangen. Es war sehr schwer für sie und ist immer noch schwer für sie. Sie macht auch eine Psychotherapie, aber sie wird Psychologin. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Sie wird Psychologin? Sie wird Diplompsychologin, wird demnächst irgendwann ihren Abschluss machen. Ja. Das wäre toll, das wäre toll. Ja, das ist toll. Du sagst, sie macht auch eine Psychotherapie, das gehört ja zur Ausbildung. Zur Ausbildung der Psychologin dazu. Hast du das denn auch schon gemacht oder machst du das? Ich habe verschiedentlich mal angefangen, ich habe aber dann wieder abgebrochen. Warum? Weil ich teilweise angefangen habe, stark zu heulen und ich konnte diese Befragungen und so weiter, das konnte ich einfach nicht. Also, ist schwierig zu sagen. Ich habe schon ein paar Mal angefangen, aber ich habe es immer wieder abgebrochen. Also, ich so ganz genau. Meine Tochter sagt auch immer wieder: Mama, du musst eine Verhaltenstherapie machen. Um überhaupt nochmal, ja, aber das Problem ist einfach auch, weißt du, Domian, in all den Jahren habe ich auch irgendwie für nichts mehr Interesse. Aber wahrscheinlich wird das immer schlimmer, je länger du wartest und in diesem Zustand verbleibst, in dem du bist. Weil es wird ja offensichtlich nicht besser. Nee, es wird auf keinen Fall besser. Es wird, wenn, schlechter. Ja. Manchmal ist es ein bisschen besser, manchmal ist es ein bisschen schlechter. Und im Moment, naja. Wie siehst du denn? Du bist ja noch in keinem Alter. Du hast ja noch eine, hoffentlich noch sehr, 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 sehr viel Leben. Das glaube ich nicht, Domian. Das glaube ich nicht. Ich denke jeden Tag, das ist auch so eine Sache. Meine Mutter hat mir auch gesagt, ich denke jeden Tag, dass ich Krebs habe. Schon seit 20 Jahren jetzt. Aber du hast keinen Krebs. Vielleicht ist das auch eine Nebenwirkung der finsteren Seele, dass du dann in dieser Richtung sehr pessimistisch denkst. Bitte, dass ich? Dass du in dieser Richtung so pessimistisch denkst. Ja, ja. Sag mal, nochmal ein paar Fragen zurückgehend. Habe ich das richtig verstanden, dass letztendlich zu großer Liebeskummer, geballter Liebeskummer dich so kaputt gemacht hat? Ja, der hat mich kaputt gemacht, ja. Und vorher warst du eine ganz normale Frau und hast funktioniert natürlich. Im Alltag? Und ja, natürlich. Was hast du beruflich vorher gemacht? Bitte? Was hast du früher beruflich gemacht? Beamtin im gehobenen Verwaltungsdienst. Ah ja. Und das geht alles nicht mehr? Nein, geht überhaupt gar nicht mehr. Seit 13, 14 Jahren habe ich nicht mehr gearbeitet. Bekomme momentan eine Mini-Rente von 750 Euro. Und davon muss ich noch so viele Sachen zahlen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich sag's, wie erstaunlich ich finde, dass du dich hier mit mir äußerst. Wenn du 10 Jahre in so einer Verschachtelung lebst und so viel schweigst, dass du dich traust, hier anzurufen und völlig klar und selbstbewusst dich artikulierst? Ja, das liegt einfach auch an dir, Domian. Weil ich mag dich sehr, sehr gerne und ich sehe dich eigentlich fast auch jede Nacht, auch schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich. Und deswegen habe ich auch Vertrauen zu dir gefasst. Ich meine, das freut mich. Wenn ich zum Beispiel zu einer Telefonseelsorgerin, da muss ich ja auch mit jemandem sprechen, den ich überhaupt gar nicht kenne. Ich meine, ich kann dich ja immerhin noch sehen und ich kenne dich auch eben vom Fernsehen und deswegen ist es, nicht, also. Weißt du, Andrea, ich kann dir ja nur so meine Meinung sagen, die ich vielleicht auch aufbauend auf den Erfahrungen wie sich die Meinung ergeben hat, aufgrund der Erfahrungen, die ich hier gesammelt habe in der Sendung. Du hast eine Tochter, die Psychologie studiert, das heißt, die weiß gut Bescheid schon. Ja. Wie wäre es denn mit einer Kombination einer wirklich sehr guten psychiatrischen Behandlung und einer psychotherapeutischen Behandlung? Dass du auch
Ja, psychiatrisch, also ich war ja schon so oft in der Psychiatrie, da möchte ich eigentlich nicht mehr hin. Also schlechte Erfahrungen gemacht? Sehr, sehr schlechte Erfahrungen. Ach, schade. Es gibt ja mittlerweile so tolle, moderne, auch in der Psychiatrie, Entwicklungen. Ja, aber leider nicht hier, wo ich, also in Stuttgart und Umgebung leider nicht. Also. Aber in Berlin zum Beispiel weiß ich das. Ja, dass es in Berlin gibt, bin ich aber nun mal leider nicht. Ich weiß, an der Charité und so weiter, da wird solche Sachen auch gemacht. Und Marburg zum Beispiel mache auch sehr gute Verhaltenstherapie und so. Aber du stehst jetzt an einem Punkt, du bist 46 Jahre alt, du hast 10 Jahre Leidensweg hinter dir. Ja, mindestens. Mindestens 10 Jahre. So, jetzt muss man sich ja die Frage stellen, wie soll das jetzt weitergehen? Bleibe ich jetzt so bis zu meinem Tod? Oder raffe ich nochmal alles wirklich auf an Kraft und Elan und Initiative und versuche nach kluger Beratung vorher nochmal einen neuen Weg zu gehen? Weil du hast doch nichts zu verlieren. Verlieren tust du jeden Tag. Jetzt schon. Ja, ich nehme ja immer wieder Sachen vor, aber das klappt dann irgendwie einfach wieder nicht, ne? Also ich habe, wie gesagt, ich würde gerne mal schwimmen gehen. Dann denke ich wieder am Tag davor, ach nee, machst du doch nicht. Ich habe doch zu viel Angst oder sowas. Oder es könnte mir ja was passieren. Ich denke zum Beispiel pausenlos, wenn ich mal vor der Tür bin. Ich gehe also schon mit zitternden Händen jeden Tag zum Briefkasten. Und wenn ich mal draußen bin, dann denke ich immer, ich würde ohnmächtig. Das ist so eine andere Art von Panikattacken auch noch, nicht? Also wenn man über freie Plätze geht, denke ich immer, ich werde dann ohnmächtig und solche Sachen. Und da weiß ich, das ist mit eine ganz andere Sache, nicht? Mir tut das wirklich sehr, sehr leid, weil ich dich als eine sehr sympathische Person empfinde. Vielen Dank. Ja, wirklich, ich sag's, ich würde es sonst auch nicht sagen. Und habe dann so innerlich. Ja, so eine Überzeugung, dass ich denke, es muss noch einen Weg geben. Und es gibt auch einen Weg. Dass es einen Weg gibt, da bin ich ganz sicher. Aber die Entscheidung musst du erst fällen bei dir. Das weißt du, das ist immer dasselbe. Ja, ja, klar. Ich weiß auch, wenn man 10 Jahre in Das wäre schlimm. Also wenn ich jetzt noch mal 10 Jahre so leben müsste, das wäre für mich eine Katastrophe. Aber es bleibt ja gar nichts anderes übrig, wenn du nichts machst. Ja, das ist schon richtig. Das ist es. Das ist ja, man ist ja mit 46 noch nicht so furchtbar uralt. Eben. Das ist wirklich noch eine Chance, nochmal einen Neuanfang zu schaffen und zu versuchen zumindest. Zumindest zu versuchen, dass man hinterher sagen kann, ich habe es versucht. Ah, da ist schon recht, ja. Da ist schon recht, Domian. Andrea, ein Gespräch noch mit meiner Psychologin? Meinetwegen, gerne. Ja, okay. Bitte. Sabine ist heute Nacht hier. Ihr könnt beide mal, du bist ja nur auch schon sehr erfahren mit diesen ganzen Dingen, was man da machen kann, dass ihr gemeinsam nochmal überlegt, was vielleicht wirklich sehr, sehr sinnvoll und sehr klug ist. Okay. Und deine Tochter wird dir sicher auch helfen, da bin ich sicher. Na, das glaube ich nun wieder nicht. Naja, gut. Die fühlt sich da befangen. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, stimmt, das ist ein anderes Thema. Lieber Andrea, du legst auf, wir rufen gleich zurück, das heißt Sabine ruft dich zurück. Okay, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Mach's gut, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr gerade zufällig hier so reingezappt sein bei 1Live oder im WDR Fernsehen, unser Thema heute Nacht heißt Schweigen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die gezielt schweigen müssen oder wollen. Die vielleicht über etwas gezielt schweigen müssen oder wollen. Ich möchte mit Leuten reden, die vielleicht in einer Beziehung leben, wo es nur noch Schweigen gibt. Mit Menschen, die mal in einem Kloster lange geschwiegen haben. Oder vielleicht auch mit Leuten, die in ihrem engen Umfeld Menschen haben, die aus Krankheitsgründen schweigen und nicht anders können. 0800 220 5050, wenn ihr mich anrufen wollt, das ist die kostenfreie Telefonnummer, oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Peter. Peter ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian Klaus. Peter hier. Hallo Peter. Zum Thema Schweigen. Ich habe vor 5 Wochen mit meiner eigenen Cousine geschlafen, wo ich eine Beziehung habe. Mit der du eine Beziehung hast? Nein, ich habe eine Beziehung und... Ach so, obwohl du eine Beziehung hast. Ja, und meine Cousine war, ja, meine Freundin war im Seminar und... Cousine ersten Grades? Ja. Und das macht alles noch schlimmer, weil ich habe das noch nie gemacht, weil ich immer, wenn ich Beziehung hatte, nie irgendwie fremdgegangen bin, weil ich habe es einfach nie gemacht und konnte es also auch nie verantworten. Wie alt ist die Cousine? 32. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin, mit deiner Partnerin zusammen? 2 Jahre. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit deiner Cousine geschlafen hast? Also sie
sie ihr Auto kommen, sie wohnt in Köln und ja, sie stand dann vor der Tür, sie wollte mit mir reden und dann war es zu spät, dann habe ich gesagt, sie soll dann im Schlafzimmer schlafen, ich habe auf der Couch geschlafen und ja, ich ging auf Toilette, auf einmal ja, stand sie dann nackig vor mir und ich wusste nicht, sie hatte mich zwar nur vorher angeguckt und ich habe das aber als Cousin, Cousine so gedeutet und naja gut, und dann ist es halt passiert und jetzt... Wie war denn euer Verhältnis vorher? Ist das ein langes verwandtschaftliches Verhältnis oder kanntet ihr euch früher nicht, habt euch später erst kennengelernt? Nein, sie hat also immer mit mir geredet, wenn sie Probleme hatte oder so und ich hatte auch immer ein offenes Ohr gehabt und scheinbar hat sie bei ihrem Mann halt das nicht machen können. Sie geht auch jetzt mittlerweile auch getrennt und hat auch zwei Kinder und ich habe immer zugehört. Und aber als das passiert ist, als das für 5 Wochen passiert ist, da war sie mit ihrem Mann noch zusammen? Nein. Nee. Nein. Das wäre noch schlimm, wenn ich der Grund noch dafür wäre. Aber ich bin jetzt quasi zum Schweigen verdonnert. Normalerweise bin ich ein Mensch, der, wenn ich nicht sowas mache, dann muss ich auch mit die Konsequenzen rechnen. Aber jetzt bin ich doppelt zum Schweigen verdonnert. Einmal gegenüber der Familie und zweitens gegenüber meiner Freundin, die sofort gehen würde. Da brauche ich mir gar nichts vorzumachen. Das ist auch eine logische Konsequenz. Wenn das nicht meine Cousine wäre, hätte ich ihr das gesagt, weil ich diesen Druck gar nicht mehr aushalten könnte. Und jetzt muss ich den Druck erstmal aushalten. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das schaffen Sie standen nackig vor dir, vor deinem Bett, vor deiner Couch? Nein, ich war auf Toilette gewesen. Kam dann raus und die Tür war auf und stand sie vor mir und ja, dann. Ja. Hast du mitgemacht? Ja. Und du warst nicht betrunken? Nein. Nein. Also das wäre ja noch die letzte Ausrede, dann noch die Kinder zu verstecken. Jetzt habe ich es gerade nicht richtig mitbekommen. Deine Partnerin war die ganze Nacht weg? Ja, sie ist, war am Seminar gewesen. Ach so. Und, wie war denn dann die Stimmung zwischen dir und deiner Cousine am anderen Morgen? Ja, ich habe sie dann irgendwie durch einen anderen Vorwand nach Hause geschickt. Habt ihr darüber geredet, was passiert ist? Ja. Und? Sie hat mich gefragt, ob ich das bereuen würde. Und um meine Ruhe zu haben, habe ich gesagt, nein. Ach, du hast da auch noch Nein gesagt? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Ich bereut sie es davon. Denn? Nein. Nein. Sie ruf mich ständig an und das ist also nicht bereut und dass es wunderbar war für sie, für mich etwas weniger. Hast du denn das schon, ich meine, wenn ihr Cousine und Cousin, wie du es jetzt bei dir geschildert hast, ihr kennt euch das ganze Leben dann schon. Ja. Hast du denn in den letzten Zeiten zumindest mal gewittert, dass bei ihr auch noch ein anderes Interesse als denn ein rein freundschaftlich-verwandtschaftliches Verhältnis da ist? Sicherlich habe ich sowas gemerkt, aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ne? Weil Cousin, Cousine, das hätte auch ein platonisch sein können. Aber wieso bist du immer so angeguckt und im Nachhinein hat sie mir auch immer gesagt, wenn ich dann da also stehe und im Trainingsanzug und beziehungsweise im freien Oberkörper und das hat sie mir also nachher alles gedacht, wo ich mir also nie bei was gedacht habe. Mhm. Ich habe mir natürlich auch nicht auch nicht dabei gedacht. Jetzt hast du gerade gesagt, du, wenn es, habe ich das richtig verstanden, wenn es eine fremde Frau wäre, würdest du das deiner Freundin beichten? Das ist für mich dann die logische Konsequenz, ja. Aber weil es deine Cousine ist, beichtest du es nicht? Ja. Warum? Weil das wiederum auch die Familie rauskriegen würde und ach so. Das wäre eine doppelte Sache, die ich gleich gar nicht schaffen würde. Also ich weiß nicht. Wenn ich schon daran denke, dann wäre es mir schon übel. Das Ganze ist 5 Wochen her. Ja. Seitdem gibt es immer wieder auch Kontakt zwischen dir und der Cousine. Ja. Also telefonisch. Mhm. Oder auch persönlich. Nein, telefonisch. Und du hast in diesen 5 Wochen nicht einmal gesagt, dass du es bereust? Nein. Was ist denn mit dir los? Ja, ich weiß nicht. Also, du bist ein Kerl von 46. Ja, ich denke dann, wenn ich das sage, dass sie dann vielleicht eingeschnappt ist und halt zu anderen Mitteln greift. Zum Beispiel meine Freunde anzurufen oder halt die ganze Bombe aufgeschrieben ist. Ja. Und deswegen traue ich mir jetzt, das heißt traue ich. Ich will zwar sagen, aber befürchte dann, dass sie wirklich die Bombe platzt und dann
Ja, okay. Ich muss total mein Gesicht verlieren. Okay, das ist mir jetzt alles eine Nummer zu jammerig, was du mir da erzählst. Du hast richtig Scheiße gebaut. Aber, ja, ne? So. Wohl wahr, ja. Ja, und ziehst seit 5 Wochen ein, finde ich, ein falsches Verhalten durch. Du musst auch zu dem, was du da gemacht hast, stehen. Wenn du das weiter jetzt einfach irgendwie so laufen lässt, verfranst du dich immer mehr. Und es wird irgendwann so, und über kurz oder lang, zu einem großen Knall kommen. Du willst du denn die Cousine nicht? Nein. Nein, du willst sie nicht. So habe ich es auch verstanden. Ja. Also du bist da in keinerlei Weise interessiert an einer Beziehung. Nein. Überhaupt nicht. Das war eine reine Sexgeschichte und das musst du auch nicht normal haben. Nein. Nein. Die Beziehung zu deiner Freundin, mit der du 2 Jahre zusammen bist, ist das eigentlich eine gute Beziehung? Ja. Eine innige Beziehung? Ja. Mhm. Also eine sehr gute Beziehung sogar. Aber das wird sie nicht überstehen. Deswegen bin ich an sich auch, wie gesagt, kein Typ, der jammert und dies und jenes. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht und sage, ich habe den Fehler gemacht und jetzt muss ich auch mit den Konsequenzen leben, muss klar Schiff machen. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich habe auch nicht angerufen, um zu jammern. Nur ich denke mir, dass ich. Ich weiß nicht, Peter, lass uns gemeinsam drüber reden. Ich weiß nicht, ob hier Schweigen das Kluge ist. Wenn du deiner Cousine jetzt Klartisch machst mit der und du Angst hast, dass die Bombe platzen lässt und von ihr aus das lanciert wird an deine Freundin, finde ich das noch eine Nummer schlimmer und krasser, als wenn du in die Offensive gehst und wirklich dann beichtest und sagst, es ist so passiert. Ja, ich. In dem Moment, wo du auch nur ansatzweise denkst, dass sie das ans Tageslicht bringt, die Cousine, bleibt dir eigentlich, finde ich, gar nichts anderes übrig, als zu sprechen. Und all die Konsequenzen zu tragen, die dann daraus folgen. Das ist die Inkonsequenz, ja. Die Frage ist nur, wann ich das mache. Das weiß ich nicht. Du kannst dir ja besser einschätzen. Ja, ich leide, deswegen rufe ich an, weil ich normalerweise immer. Bis ich die gebacken bekomme, bis ich dann, du hast mit Mut oder nicht Mut nichts zu tun, sondern halt, naja, das hat schon mit Mut zu tun. Ja, auch, aber wenn das jetzt nicht, wie gesagt, ich hätte sofort schon gesagt, ich verstehe das. Ich bin Gegner davon, wenn einer eine Beziehung führt, dass er so fremd geht oder so. Ja, ich sowas hasse, ich verbiete die fest und dann passiert mir sowas selber und dann auch mit familiären Aspekten. Das Dilemma ist mir klar. Interessant wird für dich sein, wenn du der Cousine klar sagst, pass mal auf, Mädchen, ich will von dir gar nichts. Ich will mit dir keine Beziehung haben, ich will mit dir nie wieder Sex haben und ich bereue, dass das passiert ist. Diese klaren Worte musst du ihr sagen. So, wie sie dann reagiert. Mhm. Abzuwarten. Ja. Und wenn du auch nur ansatzweise die Befürchtung hast, dass sie ganz andere Karten noch zieht, und hintenrum dich zu erpressen versucht oder deiner Freundin das sagen will, dann musst du den Mund aufmachen. Ja. Dann musst du den Mund aufmachen. Da bleibt. Ja, das ist, wenn man sich selber schachmatt setzt, da muss man halt auch die Courage haben, dazu zu stehen. Mhm. Das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich nicht drum rumkomme. Das ist mir auch irgendwo klar. Nur halt, die Frage ist, weil ich mich halt kenne, ist es auch, wie lange ich noch mich reinpresse und ich das dann halt sage. Das ist halt, was du auf keinen Fall mehr machen darfst, ich finde, da musst du sofort handeln. Du musst morgen handeln und musst der Cousine klar sagen, was deine Position ist. Ja. So, und dann hast du für dich eine Bedenkzeit, wann du und wie und ob du es deiner Freundin sagst. Ja, weil sie jetzt auch nicht so einen Rundumschlag machen, weil sie auch mit der Familie und so da die, Finger zeigen und so auch nicht das will. Aber zumindest wird aber meine Beziehung, da muss ich mir im Klaren drüber sein, ist sowieso schon jetzt in dem Fall gestört von meiner Seite her. Ja. Und es ist einfach unfair, dann meine Freundin was vorzuspielen, indem ich das unterdrücke, verschweige, wie auch immer. Ich glaube, wir sind uns einig, Peter. Ja. Ich habe dir meine Meinung klar gesagt und du musst, ich finde, dass du handeln musst. Aber das siehst du ja auch so.
Ja, ich sehe das auch so. Ich befürchte nur bei mir, so wie ich mich kenne, dass ich also wieder zu lange warte und dann wieder in eine Defensive komme, bevor ich auf der Radstock wie eben höre und sagen kann, gut, jetzt muss ich in eine Offensive gehen, muss jetzt. Aber das musst du halt, das musst du halt für dich jetzt klären, ne? Da kann ja kein anderer. Nee, das ist wohl wahr. Mein Lieber. Ich bedanke mich sehr herzlich und mach weiter so. Ne? Dankeschön, Peter. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt Schweigen. Ich möchte mit euch über Schweigen reden. 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Hier ist Silvia und Silvia ist 45 Jahre alt. Hallo, Silvia. Hallo. Hallo Silvia. Schön, dass du da bist. Du hast dich auch zum Thema Schweigen gemeldet. Ich wollte zu der ersten Hörerin nochmal sprechen, die aus Stuttgart. Dass es ja auch in Stuttgart, Heilbronn, ja auch Selbsthilfegruppen gibt, wo Betroffene Selbsthilfegruppen aufgemacht haben, wo sie mit Gleichgesinnten erstmal reden kann. Und ich glaube, dass meine Psychologin, die Sabine, der Andrea, der ersten Anruferin, das auch alles schon gesagt hatte, bin ich ziemlich sicher. Aber sehr nett, dass du es auch nochmal erwähnst. Ja. Aber du hast dich auch zu dem Thema Schweigen gemeldet. Ja, eigentlich vor ein paar Tagen. Hatte ich gemeldet bei einem freien Thema. Und dann hat man aber gesagt, ob ich dann halt für heute mal sprechen würde. Und und wie passt das, was du sagen wolltest oder über das du sprechen möchtest zum Thema Schweigen? Ja, eigentlich passt das nicht zu dem Thema, was ich in der freien Stunde sprechen wollte, aber man kann es auch trennen, zwei Themen. Also das Thema, was heute halt ist dieses Schweigen, was halt bei mir ist, dass ich eine Form von Autismus habe. Also Asperger nennt man das. Und dass es denen allgemein sehr schwer fällt, so diese Form von Smalltalk, wie man das heutzutage nennt. Dann muss dir das doch unglaublich schwer fallen, jetzt mit mir zu reden. Ja, also richtig, also auf was geht, ist themenbedingte oder Fachgespräche. All das ist sehr leicht. Dann will ich versuchen, dir etwas entgegenzukommen, indem ich dir einfach erstmal so ein paar sachliche Fragen stelle zu deiner Erkrankung. Du sagst, es ist eine Form des Autismus und man nennt das die Asperger-Erkrankung, Asperger-Syndrom. Ja. Du bist 45 Jahre alt. Wie lange hast du das schon? Ja, das ist gar nicht so, sichtbar. Also ich habe schon in der Kindheit, also das, was man jetzt noch schon weiß, was das ist, die Diagnose gab es, die gibt es ja erst seit kurzem, ne? Seit ein paar Jahren, Asperger. Also früher ist man halt unter Borderline oder irgendwelchen anderen Diagnosen gestellt worden, aber sichtbar ist es schon in der Kindheit gewesen, so dass ich halt auffällig ist, dass ich halt nie in die Augen gucken konnte, dass ich immer in der Gegend rumgeguckt habe und teilweise ja auch tue, wenn ich halt mit irgendjemandem spreche. Ja. Und ist es richtig, dass dir das Sprechen mit jemandem, wenn es nicht um klare sachliche Dinge geht, extrem schwer fällt? Ja, es geht eigentlich nicht. Das geht dann meist dann aus, dass ich aufstehe oder mit dir könnte ich. Also nicht über Nachbarn reden, um Gottes Willen. Genau, das wollte ich also über Nachbarn, über Wetter und so, das geht nicht. Ja, also. Wenn das jemand doch versucht, was für ein Gefühl löst das in dir aus? Stress. Das ist Stress. Warum? Kannst du das erklären? Es ist nicht fassbar für mich. Also, was soll ich damit anfangen, wenn der Nachbar grüne Gardinen hat? Also für mich ist das nicht fassbar, für mich ist das Stress, weil ich Stress im Kopf anders laufe halt. Also ich bin im Kopf permanent beschäftigt mit wirklich, ich analysiere vieles bin halt da mehr in Gedanken. Gibt es Medikamente gegen diese Erkrankung, die du hast? Nee, dafür, dass man halt mehr spricht oder dass man dann halt mehr
just for fun machen kann, nicht. Ne? Nein. Bist du in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Psychiatrische Behandlung ist ja keine psychiatrische Erkrankung. Und psychologische Gespräche in Anführungsstrichen, es sind keine Gespräche in dem Sinne, wie man es kennt, bin ich gewesen, ja. Aber bist du im Moment nicht mehr zurzeit? Eigentlich zurzeit schon, aber auch wieder nicht, weil mir halt, ich brauche Fakten und für mich, ich bin im Moment in einer Situation, wo ich schnellstens was verändern muss und da kann ich nicht reden, ja, was gestern war oder warum oder weshalb, ja. Und, sondern dann brauche ich einfach nur noch Fakten. Ja. Lebst du alleine? Ja. Ja. Also ich bin jetzt in Pflegeheim, wo ich halt schnellstens raus muss, weil da ja massiv Mobbing betrieben wird. Mhm. Also dein Wunsch ist schon, eine eigene Wohnung zu haben, bald. Ja. Hattest du? Ja, eine Schalldichte. Eine Schalldichte? Ja. Das Problem ist, man ist in sich drinne. Mhm. Also von außen. Man ist in sich, man nimmt, und wenn dann von außen was in einen eindringt, das ist Horror. Das ist für. Also jedes Geräusch, eine Musikanlage von außen oder ein Autohupen ist für dich schlimm. Ja, es ist ein Eindringen. Das ist ein Eindringen. Eindringen in deine Person. Ja. Hm. Ja. Du fühlst dich am wohlsten, wenn du in kompletter Stille sein kannst, sitzen kannst. Ja, also ich gucke dann schon Fernsehen und gucke dann schon auch, aber ich kann halt zum Beispiel auch keine Filme gucken oder sowas. Mhm. Das ist für mich ja auch geht nicht, weil ich ja keine Gesichter erkennen kann. Für mich ist es sehr schwer, wenn so sehr viele Personen dann mitspielen und das dauernd wechselt und die dann auch die Kleidung wechseln und alles, dass ich nicht erkennen kann, weil ich kann keine Gesichter erkennen. Ach so, du kannst ja auch keine Gesichter merken. Ich kann mir keine Gesichter merken, nein. Ach so, ich hatte gerade am Anfang so verstanden, dass das Ausschlaggebende deiner Erkrankung die Schwierigkeit zu sprechen ist. Aber es geht ja darüber hinaus auch noch, wie du es jetzt gerade erklärst. Ja. Du kannst ja keine Gesichter merken. Du würdest mich, hörst du mich im Radio oder siehst du mich im Fernsehen? Ich sehe dich im Fernsehen. Würdest du mich, wenn du mich auf der Straße sehen würdest, würdest du mich erkennen? Nee. Nein. Du müsstest so wie du jetzt mit deinen Kopfhörern und so, dann ja. Aber wenn du halt was veränderst und das braucht ganz, ganz lange, ehe ich dann jemand wieder erkenne. Mhm. Also also ich bin jetzt hier seit Februar und manchmal sind Leute, laufen an vorbei und sprechen mich an und ich, oh shit, wo kommt der her, wo war der? Ja, und dabei läuft der ja schon seit Wochen rum. Du bist seit Februar erst in diesem, oder was heißt erst, also du bist seit Februar in diesem Heim. Ja. Hast du vorher in einer eigenen Wohnung gelebt oder mit? Also ich hatte davor immer versucht mit eigenen Wohnungen, musste aber, da meine finanzielle Lage ja ziemlich mies ist, immer in sozialen Wohnbauten, wo wirklich Menschen sind, die halt, also viele sind Hochhäuser, also viele, wo sehr, sehr viele wohnen und halt da permanent unter Schall steht, weil jeder seine Anlage aufdreht oder Das ist Stress für dich. Das ist für mich purer Stress ich bin auch, ich glaube, alle 2-3 Monate habe ich ein wirklich massives Burnout. Und kannst du denn mit dieser Erkrankung, nehmen wir mal an, du hättest eine Wohnung, sowas kann man ja auch finden, die sehr still ist, wo du keine Außengeräusche hast. Würde ich sofort nehmen. Kannst du so dein Alltag auch alleine organisieren? Könntest du einkaufen gehen? Und ja, das kann man sich halt einteilen, da ich ja Rente habe, kann man sich das ja einteilen. Es ist schon so, dass ich früher halt auch ein Auto hatte und dann habe ich das einmal im Monat voll gemacht und habe das gelagert und wenn ich dann halt nicht raus bin oder so. Also interessant, du hast einen Führerschein hast du machen können mit der Erkrankung. Bedingt. Also aber du hast ihn. Also Automatik. Na ja, gut, aber du hast die Prüfung bestanden und das ist zulässig gewesen dann. Ja. 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 Hattest du mal auch eine Beziehung oder warst du verheiratet? Das ist das Problem, dass das halt nicht geht, weil ich kann nicht lange auf engstem Raum mit jemandem zusammen sein. Mhm. Also es ist einfach, ich brauche meinen Rückzug und das kann dann manchmal sein, dass ich dann halt wirklich 3-4 Tage halt niemanden sehen will. Es ist nicht so wie meine Vorgängerin, dass ich nicht reden will, aber dann beschränke ich mich aufs Internet, auf Fachliteratur oder auf wissenschaftliche Fernsehsender und so und ich
Hast du mal eine Ausbildung gemacht? Ja. Als was? Ich bin Heimerzieherin. Heimerzieherin. Ja. Also hattest du mit vielen Menschen damals zu tun? Mit Kindern. Mit Kindern. War das denn da auch schon so schwierig, dass du die gar nicht auseinanderhalten konntest? Ja. Und dennoch hast du die Ausbildung geschafft? Ja, die Ausbildung war ja nicht das Problem. Da ging es ja nur um Theorie. Und Theorie ist ja nicht das, was mir schwerfällt. Es war eher im Kollegenkreis das Problem, ne? Weil ich halt eben nicht mitsaß und das hat und dies hat und mir nicht wichtig war, wie ich jetzt aussehe oder so. Ja, weil ja. Also wär für dich das Ideale eine wissenschaftliche Tätigkeit, wo du so in deinem Kämmerchen sitzen könntest und forschen? Oder? Ja, also ich habe voriges Jahr mal ein Asperger-Camp mitgemacht. Und da haben sich Erwachsene Asperger halt getroffen und haben auf dem Zeltplatz so mal für 3-4 Tage. Und das fand ich als sehr angenehm, weil da keiner gefragt hat, warum ziehst du jetzt wieder so ein Gesicht? Oder weil ich habe auch so ein starres Gesicht. Ich habe kein freundliches Gesicht, sondern ist da einfach so, ne? Oder ich habe mich zurückgezogen in mein Zelt und habe vom Zelt aus weiter zugehört, was sie reden. Und keiner hat gesagt, was natürlich ist jetzt schon wieder los? Klar, warum ziehst du dich zurück? Ja, weil die das alle verstanden haben und genauso empfinden. Richtig, da hat keiner nachgefragt oder so, sondern es war halt für jeden ganz normal. Und die sind zwar dann alle auch weggegangen in die Stadt, das habe ich dann nicht mitgemacht, aber das war dann eben auch okay. Ich musste nicht wieder Rede und Antwort stehen oder Silvia, es ist anstrengend, das Leben. Ich werde im Rahmen meiner Sendung und der Zeit, die ich so für jedes Interview habe, dir und deiner Erkrankung überhaupt nicht gerecht. Ich fand das aber dennoch sehr interessant, dass du dich bei mir gemeldet hast, weil so ein Fall, der so geschildert wurde, wie du ihn jetzt gerade mir erzählt hast, hatte ich hier noch nicht. Ja, das machten deine Kollegen, deswegen baten sie mich auch mal. Ja. Kann ich dir in irgendeiner Weise eine Hilfe anbieten? Ja, also möchtest du Kontakt vielleicht zu anderen, die eine ähnliche Erkrankung haben wie... Wenn jemand eine schalldichte Wohnung irgendwo hätte in Deutschland, ich würde das gerne nehmen wollen. Egal wo in Deutschland? Egal wo. Eine schalldichte Wohnung, das haben wir auch noch nie hier aufgerufen. Eine schalldichte Wohnung irgendwo in Deutschland, die möglichst auch nicht so teuer ist dann natürlich. Genau. Also wer weiß, vielleicht, jetzt haben wir dich zum Lachen gebracht, das ist doch schon mal ganz schön. Ja, das stimmt. Vielleicht geschieht ein Wunder. Mal sehen. Uns schauen und hören so viele Leute zu. Eine schalldichte kleine Wohnung, eine ganz kleine Wohnung würde dir ausreichen. Richtig. Damit du endlich dein eigenes Zuhause hast und da aus dem Heim, wo du jetzt bist, raus kannst. Und dein Leben wieder eigenständig führen kannst. Ja, also wir suchen, ich mich mehr mobben lassen muss. Ja, also ihr Lieben, wir suchen eine schalldichte Wohnung in Deutschland. Ach, ein Wohnmobil wäre es auch. Ja, das ist schon wieder schwierig mit der Schalldichte. Das Wohnmobil kann man aber in den Wald abstellen. Stimmt. Und dann hätte ich auch meine Ruhe. Liebe Silvia, jetzt ganz im Ernst, wenn wir was hören, wenn hier was ankommt, werden wir uns so schnell wie möglich mit dir in Verbindung setzen. Und das wäre super toll, wenn das klappen würde. Aber ich weiß es nicht, wir versuchen es. Ja, man kann ja mal irgendwie träumen, obwohl man kann träumen, es kaum nicht realistisch ist, aber mal gucken, mal sehen. Soll, ja. Okay. Meine ganz herzlichen Grüße dahin, wo du dich jetzt gerade befindest und alles, alles Liebe und alles Gute von ganzem Dankeschön. Herzen. Auf Wiederhören. Dank. Tschüss. Tschüss. Und noch eine Silvia. Und noch eine Silvia, die ist 50. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Silvia. Ja, Thema Schweigen. Thema Schweigen. Ja, es geht um meine Mutter. Meine Mutter wird in 2 Wochen 69 Jahre. 69? Hat sie dich aber jung gekriegt. Ja, ganz jung. Ja. Also mich ganz jung und meine letzte Schwester als ältere Frau schon. Und meine Mutter hatte vor 7 Jahren einen letzten schweren Schlaganfall und ist seitdem leider im Pflegeheim, wir können sie nicht zu Hause pflegen und kann gar nicht mehr sprechen, nicht lesen, nicht schreiben, gar nicht. Kann sie sehen? Ja. Und hören auch? Ja, das geht. Und könnt ihr euch dann verständigen miteinander? Ja, das ist eben dieses Thema Schweigen. Sie kann sich ja eigentlich nur über ihren Augenausdruck mit uns sich äußern, geht nicht anders, oder?
Ist sie denn im, also von der Psyche ist sie ganz klar? Dass sie ja, das ist so das Problem, das weiß man nicht so genau. Mhm. Also es ist sehr viel in ihrem Gehirn kaputt gegangen und man weiß nicht immer, kriegt sie alles mit? Mhm. Wobei, manchmal denke ich, sie kriegt ganz, ganz viel mit, weil man merkt, wenn sie sich über etwas freut, dann strahlen die Augen. Mhm. Wenn sie zu mir gebracht wird, dann freut sie sich, das mhm. sieht man. Kann sie, gibt es eine Mimik noch? Ja. Kann sie lächeln? Ja, das kann sie auch. Das kann sie auch. Mhm. Mhm. Das geht. Mhm. Wenn du mit ihr sprichst, gibt es da so, das habe ich schon erlebt bei Schwerkranken, dass man sich verständigt, indem der Schwerkranke die Hand etwas bewegt, wenn er Ja sagen will. Oder habt ihr so eine Geheimsprache oder so eine kleine Sprache entwickelt? Ja, das kann sie nicht. Das kann sie auch nicht. Mhm. Nee, also. Das heißt, dieser Zustand, das habe ich gerade richtig verstanden, der herrscht seit 7 Jahren vor. Ja, seit über 7 Jahren. Seit über 7 Jahren. Seit 8 Jahre bald. Das stelle ich mir natürlich, das kann man sich nicht vorstellen, wie es in dem Kranken vor sich geht. Das ist das Schlimmste für mich eigentlich. Ja, aber ich stelle es mir für dich als Tochter auch ganz schlimm vor. Ja. Wenn man in das Zimmer kommt, wo die Mutter liegt und man weiß nicht, was sie mitbekommt und was für Gedanken sie sich den ganzen Tag macht. Und genau. Sie ist so gefangen in ihrem Körper. Ja. Das ist auch das, was mir unheimlich viel zu schaffen macht, wenn ich zu ihr komme ins Heim und ich sehe sie im Rollstuhl sitzen, sie kann ja wirklich nichts. Sie sitzt da und sie kann sich nicht artikulieren. Sie hört diese alten Menschen, die sich unterhalten, sind ja auch oft viel schwerkranke Menschen dort. Mhm. Ich sage immer, die sitzt in ihrem Stuhl und wartet drauf, einfach, dass es vorbei ist. Mhm. Mhm. Aber auf der anderen Seite weiß ich eigentlich nicht, ob sie das will oder ob sie nicht dem so zufrieden ist. Mhm. Das ist einfach ganz furchtbar. Ich frage es nochmal, gibt es keinerlei Möglichkeiten zu sagen, zum Beispiel, Mama, wenn du Ja sagen willst, dann... Dann nickt sie mit dem Kopf. Ach so, das geht doch. Das geht denn schon. Mhm. Aber das ist doch schon interessant, da kannst du doch ein bisschen näher an sie rankommen. Ja, das schon. Nur, also ich kann sie etwas fragen und dann nickt sie als Ja. Und ich kann das Gleiche gerade nochmal fragen, umgedreht, dann nickt sie als Nein. Also man weiß eben nicht immer, meint sie Ja oder meint sie Nein oder was. Das ist immer das Problem, man weiß nie so genau, was sie meint. Weiß man denn, ob sie Schmerzen hat? Nee, das wissen wir eben nicht. Hm. Also eine rundherum... Sie kann sich nicht äußern, ja? Ja. Wenn ihr was wehtut. Hm. Ich denke, die Schwestern, die sie natürlich tagtäglich sehen und um sie kümmern, die sagen dann schon öfters, ja, sie fühlt sich wohl oder sie fühlt sich nicht wohl. Hm. Naja, aber klar... Die Schwestern meinen das auch nur gut und sagen das wahrscheinlich, aber reingucken können sie in den Menschen auch nicht. Nee, das geht gar nicht. Und ich meine, die haben auch gar nicht die Zeit, sich um... Wahrscheinlich kannst du das als Tochter noch eher beobachten. Ja, klar. Ne? Wie ihre Mimik, wie die Augen sind als fremde Menschen. Ja, ich meine, das kann schon manchmal passieren, dass ich ihnen sage, du, Mama, das ist doch so ein Scheiß. Mhm. Und wie ist es denn mit der Ernährung? Wird sie künstlich? Sie hat eine Sonde. Ja, natürlich, weil sie nimmt keinerlei Flüssigkeit zu sich. Mhm. Früher hat sie dann auch so flüssige Nahrung bekommen, aber das haben wir ja dann ziemlich am Anfang hingekriegt, dass sie jetzt wenigstens, wenn man sie füttert, dann isst sie ein bisschen was. Mm, mm. Aber halt auch wenig. Und so tagsüber, kann man schon mal den Fernseher einschalten, um sie vielleicht ein bisschen abzulenken? Oder? Ja, sie hat im Zimmer einen Fernsehen, aber... Aber da weiß man auch nicht, ob sie kann den ja nicht bedienen. Eben, vielleicht will sie das ja gar nicht, vielleicht ist sie... Das sind diese Dinge, was mich so beschäftigt. Ich weiß nicht, was mag sie, was will sie. Mhm. Ich denke dann immer nur für mich, ich weiß genau, so wollte sie eigentlich nie enden. Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, sie hat eine Patientenverfügung zu Hause gehabt, die war nicht unterschrieben. Mhm. Weil sie immer gesagt hat, so möchte sie nie enden. Mhm. Mhm. Ja, aber der Fall wäre natürlich hochkompliziert, weil... klar. Ja, also... Eben, weil man nicht weiß. Mhm. Der ist eigentlich gar nicht zu lösen, dieser Fall. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist eigentlich so wahnsinnig schwer, wenn man sich mit jemandem unterhält, von dem man nie eine Antwort bekommt. Furchtbar.
furchtbar. War deine Mutter früher ein vitaler Mensch? Meine Mutter war ein lebenslustiger, vitaler Mensch. Mhm. Die hat ihre Klappe nicht zugekriegt. Mhm. Das war... Wie geht das denn an so eher rührenden Festen, wie zum Beispiel Weihnachten? Das ist für mich schon schlimm. Wie macht ihr das? Holt ihr sie dann nach Hause? Ja, also ich mache das, also inzwischen mache ich das so, weil mir das einfach selber bei mir von der Psyche, das ging einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich gehe jetzt Heiligabend zu ihr, mhm, immer mit meinem Mann, und wenn mein Sohn da ist, mit unserem Sohn, da, mhm, ist jetzt, das ist dann immer richtig nett mit Andacht und, mhm, ein bisschen singen. Mhm. Das ist dann für mich ganz schlimm, wenn ich die Kranken alle sehe und die singen O du Fröhliche. Und dann ein Weihnachtstag ist sie dann dort und ein Weihnachtstag kommt sie dann immer zu uns. Mhm. Oder jetzt, wenn sie hat am 3. Oktober Geburtstag, das ist selbstverständlich, dass ich dann immer, mhm, sag denen immer, wir machen wieder Party für dich, gell, und, mhm, dann gucke ich immer, dass ein paar Leute da sind. Weint sie? Ja, auch, klar. Sie weint. Wenn es ihr nicht gut geht schon. Mhm. Oder wenn sie, ist schlimm ist es für sie, wenn sie einem was mitteilen will und wir nicht wissen, was sie meint. Mhm. Das ist ganz schlimm, wenn sie, ja, das ist für sie dann schon ganz schlimm. Mhm. Also es gibt dann schon so Situationen, wenn sie einem was zeigen will, nicht kann und, mhm, wir kriegen es nicht aus, auch wenn man sie anguckt, Mami, was meinst du denn, mhm, was willst du denn, mhm, was hast du denn? Und dann überlegt man und fragt tausend Sachen und geht man nicht. Kommt, man, ja, kommt nicht weiter. Mhm. Das ist dann schon ganz schlimm. Aber auch wie traurig für dich, wenn du dann deine so schwer kranke Mutter weinen siehst. Ja, das ist schon. Und du weißt gar nicht, was los ist und wie man helfen kann. Nee. Also ich meine, ich habe auch manchmal habe ich Zeiten, da macht mir das, dann sage ich, gut, es ist so. Mhm. Aber dann manchmal habe ich wieder Phasen, dann, wenn ich sie nur schon sehe, könnte ich schon losrollen und denken. Gibt es denn da Momente, in denen du denkst, würde die Mama erlöst? Ja, würde ich mir oft wünschen. Ja. Wünsche ich mir, also ich wünsche mir das also wirklich oft. Ich denke immer, vielleicht hat der liebe Gott mal ein Einsehen. Mhm. Mhm. Weil für mich ist, also es ist für sie kein Leben. Mhm. Und es ist so, dass es keinerlei Hoffnung auf eine Besserung gibt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, das ist ganz klar. Da das ist die ganz, ganz klar. Mhm. Da ist, also wenn, dann bleibt es so oder es verschlechtert sich sogar noch. Ja, also ich meine, das war ja auch nicht der erste Schlaganfall. Ich meine, das ist ja das Makabere. Sie hatte ja schon mal davor Schlaganfall und die Ärzte haben dann eben damals gesagt, ja, man müsste sie operieren, aber es wäre noch zu jung, das machen sie nicht. Und hm, dann hätte sie sollen teure Medikamente bekommen und die haben die Ärzte nicht verschrieben. Hm. Und darauf hat sich dann halt der nächste Schlaganfall angebahnt, ja, und... Das heißt, wenn das besser organisiert worden wäre damals, ja, hätte sie gute Chancen gehabt. Also ich weiß, als sie den schweren Schlaganfall hatte, war ich zur gleichen Zeit auch in der Klinik, in der Reha-Klinik, weil ich selber schwer erkrankt war. Mhm. Und bin dann dorthin gekommen und sie war auch bei Bewusstsein und sie konnte einfach nur nicht sprechen, oder aber es ging ihr wesentlich besser. Und man hat sie einfach nicht auf die Intensivstation, mhm, gelegt und man, mhm, hat sie auf ein normales Zimmer gelegt mit einer schwerkranken alten Frau. Und, mhm, als ich dann am nächsten Tag kam, lag sie halt im Koma und das über Wochen. Und ich denke einfach, und es war so, die Ärzte werden es nicht zugeben, mhm, dass sie da in der Nacht halt nochmal einen, mhm, schweren Schlaganfall bekommen, ja, hat, ja, ja, und man es nicht bemerkt hat, weil sie nicht die optimale Versorgung, mhm, bekommen, mhm, hat. Wie vielen Patienten wird es so gehen? Wie viele? Vielen. Ja, sehr viel. Das ist... Silvia, ich wünsche für deine Mutter das Beste. Das wünsche ich. Das wünsche ich, so sage ich, so will ich es ausdrücken. Das, ja, das allerbeste. Und für dich viel Kraft, danke, dass du deiner Mutter beistehen kannst. Ja, das. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist zum Thema Schweigen die Manu oder der Manu. Die Manu. Hallo? Manu? Manu hat aufgelegt oder ist irgendwie zusammengebrochen, die Leitung. Dann geht es weiter mit, ich bitte meine Regie, ja, die Nadine. Denn die Nadine ist 27 Jahre alt. Guten Morgen, Nadine. Hallo. Hallo, Nadine. Guten Morgen. Ja. Hörst du mich? Ja, sehr gut. Ja, okay. Ausgezeichnet. Ja.
Ich habe mich gerade bei dem Fall vorher, mich erinnert auch, ich habe dich im März angerufen gehabt, da lag meine Oma irgendwie im Sterben und da ist unsere Verbindung irgendwie unterbrochen worden. Ach, na, aber dann haben wir uns jetzt umso besser. Ja, genau. Und du hast dich heute zum Thema Schweigen gemeldet. Genau, weil ich muss schweigen wegen meinen Angstattacken, die ich habe halt. Ich habe ganz oft irgendwelche Angstattacken halt, also letztes Jahr war es ganz schlimm, da fing es halt an, dass ich Angstattacken hatte. Ich saß halt zum Beispiel auf dem Sofa und habe Fernsehen geguckt, das war bei der Fußball-WM, das weiß ich noch, und dann habe ich auf einmal irgendwie gedacht, ich sterbe jetzt gleich. Und dann habe ich damals mit meinem Mann und mit meinen Freunden darüber geredet und beim ersten und beim zweiten Mal haben die das noch ernst genommen. Und dann wurde es aber so, je öfter das wurde, umso mehr wurde mir die Schuld dazu zugewiesen halt. Was ist da für ein Geräusch? Von mir ist es nicht. Nee? Nee, ich sitze hier am Fenster halt, damit ich extra ganz weit weg vom Fernseher bin. Ich weiß gar nicht, ich höre irgendein Geräusch, aber naja. Okay. Jetzt ist es weg. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich muss schweigen, weil ich diese Angstattacken habe. Ja, genau. Warum musst du schweigen? Ja, weil mir ist damals bewusst geworden, ich habe mit meinen Freunden und mit meinem Mann darüber geredet. Die haben das nicht verstanden. Die haben das nicht... Weil du dich sogar schämst oder weil du dich nicht ernst genommen fühlst. Ja, genau. Ja. Ich habe das damals erzählt, also das war zum Teil sogar so, dass es körperlich bewusst war. Ich habe zum Beispiel einmal den Notarzt gerufen und der hat dann einen Puls gemessen von 180 Schlägen die Minute. Und es hat keiner in meiner Umgebung richtig ernst genommen. Halt. Die haben alle gedacht, ich spinne. So, nur ist ja seitdem ein Jahr vergangen. Ja, aber es kommt trotzdem immer wieder. Ich habe seitdem versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Wie oft hast du diese Anfälle? Das ist verschieden. Das kommt manchmal 3-4 Tage hintereinander, dann kommt 2-3 Monate gar nicht, dann kommt es wieder halt. Und du bist verheiratet? Ich bin verheiratet, habe 2 Kinder. Hast 2 Kinder. Und traust dich das wirklich auch nicht deinem Mann zu erzählen? Weil du Angst hast, endlich... Nein. Weil es letztes Jahr eben alles so schlimm war halt für mich. Also letztes Jahr war das schlimmste Jahr in meinem Leben. Ich war vorher, also wo ich 20 war, war ich drogensüchtig sogar, habe Heroin genommen und was weiß ich was. Also ich habe echt viel missgebaut in meinem Leben. Aber nochmal auf die Reaktion deines Mannes zurückzukommen. Ist es Mann. Bitte? Mein Mann. Ja, genau, deines genau. Mannes. War es nur vielleicht so eine spontane Reaktion, dass er vielleicht, weil er so überrascht war, das nicht so ernst genommen hat? Oder hast du den Eindruck, dass er das wirklich albern findet und nicht wirklich ernst nimmt? Ich glaube, dass mein Mann, so wie meine Freunde, das nicht wirklich ernst genommen haben halt. Hast du es ihm einmal versucht zu erklären? Ja, natürlich halt. Also wir haben noch das Ding, wir sind Christen, wir glauben an Gott halt und an Jesus und so. Und dann kamen die Sprüche von wem, ich habe zu wenig Gottvertrauen und so. Und welche Kirche gehört ihr an? Wir sind eine freie christliche evangelische Gemeinde. Ja. Und das war aber das Ding, ich habe halt gebetet und alles mögliche. Also ich habe meinen Glauben zu Gott, der ist in meinem Herzen fertig. Aber die Sprüche, die Sprüche taten mir so weh. Von wegen, ich habe nicht genug Gottvertrauen, dass ich traue mich dann nicht zu sagen halt. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Weißt du, wie ich das meine? Jetzt verstehe ich das sehr gut. Jetzt verstehe ich das sehr gut. Weil... Ich kann auch nichts dafür, was in mir vorgeht halt. Ich kann das nicht steuern halt. Es kommt auf einmal, ich sitze echt auf dem Sofa und dann gucke ich einen Film und auf einmal kommt dieser Gedanke, Mensch, du könntest jetzt